Tja, war ja nur eine Frage der Zeit. Ich hab ihn in seinem Büro schreien hören. Ja? Und wen hat er angeschrien? Seine Schreibmaschine. Seine Schreibmaschine. Ju, ich würde nämlich gerne da oben lang. Warte mal, hier komme ich aber auch nicht. Hier kann ich auch nicht vernünftig abhauen, glaube ich. Was? Wieso Fragezeichen? Okay. La 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 la. Aber warum waren die gerade auf Zack? Ich glaube, das ist, weil ich hier gerannt bin. Mit einer Route in der Hand? Ehrlich, du hättest es sehen sollen. Ehrlich, du hättest es sehen sollen. Da mal den Funker. Und dahinter ist natürlich auch gleich. Ah, alles klar. Da müssen wir natürlich auch ran wegen The Satellite. The Satellite-Schüssel. Ey, geil. Ah, Mist. Ich wollte gerade sagen, hätte ich jetzt anlocken können. Nein! Hä? Ich hab doch gespeichert. Ihr wollt mich doch verscheißern. Das reinste Mobbing hier, das Spiel. So, jetzt aber speichern. So, der kommt jetzt sogar her. So, speichern. So, niemanden aufgefallen. Alter, der liegt natürlich... Oh, der liegt ja auch echt ungünstig da. Hallo, Schreimaschine. Alter, und der steht da gerade. Na, wäre fast ein bisschen... Weil das ist total dämlich. Die rennen hier die ganze Zeit und machen Schrittgeräusche. Und wenn ich hier Schrittgeräusche mache, denn... Oh. Dann, ja, ist das auf einmal ungewöhnlich. So, speichern. Speichern ich, mein Freund. Ich habe niemanden anderes als speichern. So, steht in einem Sperrgebiet. Das ist geil, wenn man so ein Spiel spielt, wo es gegen die Nazis geht. Und dann alles auf Deutsch ist. Nur für autorisierte Personen. Nur für autorisierte Personen. Nur für ausgewiesenes Personal. Wenn dann. Autorisiert ist auch, glaube ich, auch ein Fremdwort. Das war auch kein richtig 100% deutsches. Das würde doch der liebe... So, so. Was haben wir denn da? Verschlüsselung und Entschlüsselung. Ganz schön aufwendig. Mist. Ja, das war ein bisschen, ja. Oh, was haben wir denn hier? Haben wir noch nie gesehen. So, so. Was haben wir denn da? Verschlüsselung und Entschlüsselung. Ganz schön aufwendig. Mhm. Sie haben nämlich gar nicht gesehen hier. Der hat eine schöne Luger. Schade, dass ich keine Unterschallmunition habe. Sonst hätte ich die nämlich mitgenommen, weil ich glaube, die ist deutlich besser als meine. Ja, finde ich nicht. Ich bin enttäuscht von dir. So, jetzt gehe ich hier wieder durch den Flur und die Menschen erraten wieder sofort, dass hier eine Leiche getragen wird. Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Da trägt jemand eine Leiche. Die Person, die trägt, ist, wiegt um die 78 Kilo. Und die Leiche, die getragen wird, wiegt um die 75 Kilo. Das höre ich. Hier, schade, die ist wirklich Schaden, hat sie besser. Geschwindigkeit, Rückschussdämpfung ein bisschen schlechter. Aber Genauigkeit, Reichweite und Schussfolge ist natürlich tausendmal besser. So, Maschine zerstören. Wofür sind denn die da? Wofür sind die Schrauben da? Alter, willst du mich verarschen? Hier ist doch niemals so ein Knall wegen so einer Scheiße. Nur weil er einmal gegengebufft hat. Ah, Mist, die kommen jetzt hier natürlich alle hoch, glaube ich. Ich hau ab. Hallo. Oh, Geräusch, genau. Guck mal, die Leiche ist auch weg. Was? So, erstmal speichern. Hat er so gut geklappt hier? Ey, mal gucken, ob ich den hochkriege. Nee, okay, ich dachte, er ist jetzt eingesperrt. So.
Alter, wollt ihr mich ver... Hä? Wollt ihr mich komplett verarschen? Auf der Pirsch! Wie ein Hirsch! Was? Ach, der da, der hat, glaube ich, Geräusch gehört, weil die Leiche durchgesackt ist durch den Boden. Das war wohl scheinbar nichts. So, dann haben wir die nämlich auch gleich. So wie es scheint, hauen die ja sowieso gerade alle ab. Schnell! Bevor der andere sich da umdreht. Aber ich glaube, der geht wieder auf seinen Posten zurück. Der kommt nicht wieder. Warum der die auch mal so weit schmeißen muss? Ah, siehst du, warum habe ich den restlichen hier nicht versteckt? Alter! Wenn Hitler, Goebbels und Göring bei einem Sturm mit einem Schiff untergehen würden. Du hast es nicht anders gewollt. Worauf das hinläuft, aber ich frage trotzdem. Wer? Deutschland. Verdammt. Weil liegt Blut rum und so eine Scheiße, darauf achten die nicht. Aber wenn hier jemand ein bisschen rumtapst, das ist auf einmal ganz wichtig. So. Und das Geräusch einer fallenden Leiche, das fällt auch nicht auf. Oder einer buffenden Leiche. Aber gut, ist nicht mein Business. Ach, siehste. Hätte ich ja fast vergessen. Ich stifte mal ein bisschen Unruhe. Düben, dip, düben. Und dass da eine Dings dran ist, eine Rucksackladung, das ist auch keinem aufgefallen hier irgendwie. Nicht, dass ich das wollen würde, aber... So. Vorsicht, wird ein bisschen laut. Ich glaube, jetzt muss ich echt rennen. Yeah. Fett. Alter, ich kriege immer Panik. Ich weiß immer gar nicht, wo die hinrennen hier. Man sieht immer nur, dass sie rennen, aber nicht wohin. Ah, scheiße. Hä? Nein! Oh. Alter, warum, guck mal hier, da ist doch so viel Platz. Warum geht er da nicht ran? So, jetzt wurde natürlich entdeckt. So, Spielladen, okay. Ah, kacke. So, ich glaube, ich warte erstmal, bis hier Ruhe eingekehrt ist. Bis hier Ruhe eingekehrt ist. Na gut, dann darf ich mich, wenn ich da rausgehe, darf ich mich echt nicht verstecken. So, was liegt denn hier überhaupt noch Schönes rum? Das kann ich hier erstmal inspizieren. So, schnell speichern. Der Feind sucht. Und Alarm. Deswegen würde ich auch gerne mal wissen. Also jetzt ernsthaft gemeint, ob das jetzt wegen dem Geschütz ist, was geschrottet ist, oder wegen Dings. Oder ob Leichen gefunden wurden. So. Ich glaube, jetzt ist meine... Nee, ist nicht meine Chance. So, der haut in die Richtung ab. Der zweite Punkt da. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Okay, er guckt da runter. Ey, guck mal, die hauen ja alle ab. Geil. Tschüss. Alter, ist ja verdächtig nah. Schnell in the bushes. So, Entschuldigung. Haben wir den ja auch mal drauf. Da kommt auch noch einer in voller Montur. Würde ich ehrlich gesagt auch gerne mal markieren. So. Das hätten wir. Der haut jetzt nämlich auch ab. Dann können wir den vielleicht mal mit Nahkampf, oder? Probieren wir es. Okay, hat sich erledigt. Was macht er denn? Ich würde gerne mal einen Stein werfen. Ich probiere es einfach mal. Ich habe was gehört. Wachsam bleiben. Ja, geh mal nachsehen. Vor ein Alarm wegen dem Stein. Und da soll mal einer sagen, die sind nicht hypersensibel. So, gehe ich lang? Ich muss hier lang. Oder gehe ich hier oben lang? Ich glaube, das ist angenehmer, oder?
Ne, ich renne hier lang. Hier sind mehr Büsche. Oder überhaupt Büsche. Ich weiß ja nicht, ob da oben Büsche sind. Und da kommen wir nämlich auch hoch. Oder rein. Ah, geil. So. Die suchen da unten nach einem Stein. Sind immer noch alarmiert. So, und suche vorüber. Hätte mich auch gewundert. Ach geil, guck mal, kann man auch mit Dings umschalten. Ah, 4, 5, 6, 7. Alles klar, so kann man also auch umschalten. Aber ich finde das mit dem Drehrad ganz geil, weil dann kann man nämlich gucken, was hier noch in der Auswahl ist. Stabilisierend. Oder stabilisieren. Und heilen. Ich glaube, das ist, wenn ich Long Range irgendwas machen will. Alter, ich renne ja auch gerade rein. So völlig... Völlig mir nichts, dir nichts. Aber wie es scheint, ist hier eh nicht so viel los. Hier geht's noch hoch. Oh, das ist ja ein Fun Fact. Das weiß ich nicht. Ach so. Glaubst du, wir überleben? Was überleben? Den Krieg. Glaubst du, wir überleben? Oh. Alter, wieder komplett aus der Deckung. Aus der Deckung springen muss, nur um den Feldstecher zu benutzen. So, mal schauen, ob der jetzt hier runterkommt. So, wo ist denn... Ah ja, okay, alles... Ah ne, das ist ja gar nicht der Offizier. Ich hoffe mal, dass das der Markierte war. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir den schon weggeflankt hätten. So, aus der Deckung kommen. Maus 2 halten. Ah, alles klar. Nein! Nicht hochziehen. Dachte, Nase hochziehen. Leerzeichen. So. Die gucken natürlich beide ständig aufeinander. Obwohl, jetzt haut der eine ab. Eigentlich hätte ich das ausnutzen können. Na, nee, alles klar, das wird nichts. Ah, die Frage ist, ist hier überhaupt die Waffe? Warte mal, was muss ich hier überhaupt? Eigne dir die Abhör-Depeschen an. Ach, hör. Eigne? Ah, nee, eigne. Alles klar. So. Informationen finden. Na, genau. Dann wird das da wahrscheinlich im Flur-Foyer drinne sein. Ist echt schwer. Ich muss einen Moment abpassen, wo ich dann auch wirklich perfekt zuschlagen kann. Das war vielleicht nicht der richtige Moment, aber ich habe ja gespeichert. Von daher kann ich ja mal schauen. Da links ist auch einer, aber ich weiß nicht wo. Ach, da drinnen. Sammelobjekt. Drücke Eingabe, warte mal. Achso, alles klar, das sind die, die Briefe. Ich habe gedacht, jetzt ist hier eine Herausforderung. Alter, ich kacke ab. Leichnam werfen. Warum kann ich nur werfen? Aber ich glaube, erfahrungsgemäß ist denen das eh Schnuppe. Das hier wird sehr nützlich sein. Hat der überhaupt was aufgesammelt? Also der Donk. Schade, kann ich ihn da oben in die Rohre werfen? Bäm. Dass er überhaupt schafft, überhaupt die... Dass er es überhaupt schafft, die Leichen überhaupt so weit zu werfen. Das finde ich beeindruckend. Ah, es hat ja gut geklappt. Geil, jetzt haben wir jetzt schon mal eine weg. Eine Person. Person. Der Offizier ist dort drin. Und hier sind zwei. Wo sind die zweite? Der soll mal wieder herkommen hier. So, speichern. Dann warte ich, glaube ich.
Er steht ja da, glaube ich, sowieso eine ganze Zeit rum. Was ist dem Schnuppe? Mist. Alter, wie kann man so dämlich sein? Wie geil das ist. Dass man hier auch absolut, jo. Na gut. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, tschüss. Achso. Ach, warte mal, hier haben wir doch so einen schönen Raum. Hier kommt, glaube ich, sowieso eh keiner rein. So, ins Hochregallager. So. Dann haben wir ja theoretisch nur noch einen, der da hinten rumdimpelt. Der kommt, glaube ich, eh nicht nach vorne. So. Dann können wir uns eigentlich ganz entspannt um den da kümmern. So, speichern. Ach, ich muss dann echt aufpassen, weil sobald man einmal daneben geschossen hat, sind natürlich hier schön auf Alarm. Aber das Gute ist, hier brauchst du dir keinen Kopf machen, weil du kannst ja auch mal schön schnell speichern, was ich jetzt auch gemacht habe. So. Nein, was machst du hier? Ach, R. Ja, darf ich gar nicht drücken. Ich wollte eh drücken eigentlich, um die Leiche zu durchsuchen. Bum, bum, bum. Alter, voll mies hier, die Schreibmaschine. Eingesammelt. Wie hieß denn der eigentlich? War das Steiner gewesen? Ich glaub's fast nicht. So. Yeah, verschiedene B-Dokumente. Der Dienst fängt Depesche ab. Was? Identifiziert als Lieutenant Carl Fairburn. Dokumenten zufolge ist Fairburn Sohn eines in Berlin stationierten britischen Diplomaten und wurde später in Washington ausgebildet. Mitarbeiter des SOE, möglicherweise im Einsatz für das OSS. Okay, gut, das hätten wir. Zu urteilen waren die Befürchtungen der OSS berechtigt. Die Nazis haben unsere Kommunikation tatsächlich abgehört. Die Assis. So, okay, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Jetzt müssen wir natürlich, ach Mist, jetzt müssen wir hier natürlich die Informationen finden. Ich gucke mal. Hier ging es ja hoch, ne? Ach nee, das ging ja in die Richtung. Dann gehe ich hier vielleicht mal raus und kämpfe mich mal hier vielleicht voran, weil ich muss ja sowieso hier hin. Oder gucke ich vielleicht hier so rum? Ich glaube, es ist angenehmer, wenn ich hier rausgehe, weil hier ist ja sowieso alles frei und hier müsste ich wieder aufpassen und dann müsste ich hier sowieso rüber. Jo, Mäppchen. Dann gehe ich nämlich da hinten rum. So, scheiß drauf auf den einen. Der kann hier nicht mehr viel ausrichten. Der wird sich jetzt bestimmt wundern, warum hier auf einmal Totenstille ist. Voll mies, wortwörtlich Totenstille. Alter, Ruckel. So, über die Steine kann ich nicht abhauen, ne? Ah, schade, das wäre auch eine schöne Position gewesen, glaube ich. Schade, dass ich nicht einfach so springen kann, aber das ist natürlich schlau von Entwicklerseite gesehen, weil... Weil, da kann man natürlich nicht so viele Bugs finden. So, er dreht sich gerade um, dann nutze ich das mal aus. Bitte Busch, bitte Busch, bitte Busch, bitte Busch. Alter, ich bin auch mutig, hier einfach über das offene Feld zu rennen. Aber es hat geklappt. So, Informationen. Informationen, ich renne mal da rüber. Ey, geil, wir haben hier eh schon alle beobachtet. So, lululu. Bestimmt hier in dem Häuschen da drin, weil das am stärksten bewacht. So. Hier müsste noch einer drin sein. Oder? Ach nee, das... Ah, ich bin ja... Ich habe gerade falsch geguckt. Ich habe gerade auf das Rote geachtet. Mir ist langweilig. Ahu. Weil ich glaube nämlich... Ja gut, hier sind... Da sind zwei Unteroffiziere. Krass. Oder Offiziere, meine ich. Offizier. Oberleutnant Albert Gerstein. Albert Gerkammer. Gerkammer, das wäre auch so ein richtig genialer Nachname. So. Da vorne rennt noch wer rum.
Ich glaube nicht, dass in diesen unbewachten Zelten hier irgendwas rumliegt. Ich glaube schon, dass das da in dem Roten drin ist. Aber hier ist natürlich... Alter, hier ist natürlich Munition. Munition, Omas. Liegt denn da? Achso, Granate. Ist ja mies, ich kann hier gar nicht ganze Munition aufsammeln. So, speichern. Wir sind hier gerade in einem sehr guten Licht. Ja, hier rennen zwei von den Offizieren rum. Alter, das wird echt schwer. Mein theoretisch könnte ich warten, bis der eine hier rankommt. Und den dann irgendwie verschleppen. Ach, guck mal. Informationen finden. Ey, geil, meine Chance. Wie abgesprochen. Willst du verarschen?